Hallo Leute, vor etwa 65 Millionen Jahren gab es ein Ereignis, das die Weltgeschichte massiv beeinflusst hat. Ein Asteroid schlug auf der Erde ein und vernichtete alle damals lebenden Dinosaurier. Er hatte einen Durchmesser von etwa 10 Kilometern. Tsunamis, Buschbrände und freigesetzter Schwefel ließen den Dinosauriern keine Überlebenschance. Eine Ära ging zu Ende und die Welt veränderte sich maßgeblich. Wir schreiben das Jahr 2020. Die Menschheit regiert den Planeten seit langer Zeit und stellt ohne Frage die dominante Spezies weltweit dar. Mit unserer fortschrittlichen Technologie können wir Asteroiden vermutlich frühzeitig erkennen, die noch weit entfernt von der Erde sind. Es scheint so, als wären Asteroiden keine Gefahr mehr für uns. Stimmt das? Nicht wirklich. Asteroiden stellen nach wie vor eine der größten Bedrohungen für die Menschheit dar, auch wenn wir die Bedrohung frühzeitig erkennen können. Es gibt zwar Überlegungen, wie so ein Ereignis abgewendet werden könnte, aber ob das wirklich funktionieren würde, ist ungewiss. Wollt ihr wissen, welche Asteroiden wir bereits kennen, die der Erde prinzipiell gefährlich werden könnten? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. In diesem Video stellen wir euch 5 bekannte Asteroiden vor, welche für die Menschheit tödlich enden könnten. Der erste, 2019 SU3. Dieser Asteroid wurde von der Europäischen Weltraumorganisation entdeckt und ist derzeit einer der gefährlichsten Asteroiden auf deren Watchlist. Die Chance, dass der Asteroid die Erde trifft, wird derzeit mit 1 zu 152 geschätzt. Das mögliche Einschlagsdatum ist der 16. September 2084. Da der Asteroid aber nur etwa 14 Meter Durchmesser hat, ist er nicht ganz so gefährlich. Trotzdem, im näheren Umkreis des Einschlags sollte man sich nicht befinden. Der zweite, 2018 VP1. Dieser Asteroid ist nur ein paar Meter breit und hat eine 0,4%ige Chance, am 2. November 2020 die Erde zu treffen. Aufgrund der geringen Größe sind aber selbst dann keine großen Schäden zu erwarten. Direkt darunter sollte man sich aber beim Einschlag trotzdem nicht aufhalten. Andererseits, direkt von einem 2 Meter großen Asteroiden getroffen zu werden, wäre schon etwas ironisch. Einen Platz auf der Liste der kuriosesten Todesfälle der Geschichte hätte man damit garantiert sicher. Der dritte, 1979 XB. Dieser Asteroid ist ein ganz anderes Kaliber, denn mit einem Durchmesser von ungefähr 700 Metern wäre ein Einschlag auf der Erde verheerend. Die Chance, dass der Asteroid tatsächlich die Erde trifft, liegt bei etwa 0,05%. Das wäre voraussichtlich Mitte Dezember 2024 und wird hoffentlich nicht eintreten. Der vierte, 99942, Apophis. Durchmesser 375 Meter, Einschlagszeitpunkt 12.04.2068, Einschlagswahrscheinlichkeit etwa 1 zu 150.000. Zwischendurch wurde aber bereits eine Wahrscheinlichkeit von 2,7% für 2029 berechnet. Diese Theorie wurde aber relativ schnell wieder verworfen. Ein Asteroid dieser Größe trifft die Erde übrigens generell nur etwa alle 80.000 Jahre. Hoffen wir einfach mal, dass 2068 nicht eines dieser Jahre sein wird. Der fünfte, 29075 1950 DA. Dieser Asteroid hat es gewaltig in sich, denn mit einem Durchmesser von unglaublichen 2 Kilometern ist er derzeit der größte Asteroid, welcher der Erde gefährlich werden könnte. Ein Einschlag dieses Asteroids würde massive Effekte auf die Erde haben und könnte jene Menschen, die nicht direkt nach dem Einschlag sterben, in weiterer Folge langfristig durch die Änderungen des Klimas, der Biosphäre sowie soziokulturellen Veränderungen und anderen Faktoren umbringen. So viel zu den negativen Fakten. Das Positive, die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags wird derzeit auf etwa 0,012% geschätzt. Der voraussichtliche Einschlagszeitpunkt? Der 16.03.2880. Sollte dieses Ereignis also tatsächlich eintreten, dann sind wir alle schon längst tot. Ob es die gesamte Menschheit bis dahin überhaupt noch gibt? Wir werden es nie erfahren. Sollte die Spezies Mensch 2880 aber noch existieren, dann gibt es bis dahin relativ sicher so fortgeschrittene Technologien, dass die Gefahr beseitigt werden kann. Die Laufbahn eines Asteroiden mit hoher Distanz zur Erde muss logischerweise nur minimal verändert werden, damit dieser die Erde um tausende Kilometer verfehlt. Wenn man bedenkt, welche Fortschritte die Menschheit während der letzten 1000 Jahre gemacht hat, dann kann man davon ausgehen, dass wir in über 800 Jahren dazu in der Lage sein werden, diese Bedrohung abzuwenden. Wir hoffen auf jeden Fall das Beste für unsere Nachfahren.
Das war's auch schon wieder mit unserem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Okay, bis zum nächsten Mal.